So. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe da ein Stadion, das möchte ich mit 250 Leute vollfüllen. Wir brauchen eine Spitzenpartie. Was könntest du denn anbieten? Lok Moskau gegen Slavia Prag. Nämlich. Während der Corona-Zeit ist das Stadion vollfüllen. Na, mit 250 Leuten. Warum fragst du nicht einfach? Bitte? Warum fragst du nicht einfach? Ich habe in die Gruppe geschrieben. Ja, aber warum sagst du es jetzt nicht einfach so? Bitte? Warum fragst du ihn jetzt nicht so? Ist er on? Ja? Ich dachte, er hatte WhatsApp geschrieben. Nein, er hat mir einen Kommentar hinterlassen. Okay. Hallo Dominik. Wie ist Ghost? Auf Hiroshima. Toshima, natürlich. Okay. Kannst du noch gleich das andere fragen, Süß? Kann ich ihm auch gleich das andere fragen? Das andere? Das andere. Ah, das andere. Ja, Dominik. Hättest du eigentlich grundsätzlich Interesse, F1 wieder aufzunehmen, wenn wir ein paar Adaptionen vornehmen, dass es schwieriger wird? Boah. Boah, das war ganz allein, was machst denn du? Oh, das war ein Allspaß. Oh! Oh, stark. Ja! Oh. Nein! Das gibt's nicht! Den habe ich drinnen gesehen. Wahnsinn! Der Dominik vom Tor. Also, was Ach Alex so, gesagt. ja, Kotschi war das, genau, stimmt. 5 Meter davor. Also Alex hätte im Prinzip eigentlich auch Bock. Ich habe ihn nie verloren. Oh. Das heißt, wir werden schauen, dass wir da was ausarbeiten, dann könnten wir auch natürlich wieder starten. Oh. Ja, wie gesagt, an uns fühlt sich auch nichts dagegen. Zeitmäßig müssen wir halt. Das müssen wir dann schauen, ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber bei F1 hat mir immer leid getan, dass das weg ist quasi. Oh, boah. Bis jetzt habe ich mich nicht so reingelegt. Gelegt Gelebt hast den du Armer. nicht? Aber was mir jetzt so aufgefallen ist, Dominik, ich habe unseren. Scheiße. Wenn ihr das wollt, ja.
Aber Dominik, was ich mir gedacht habe, jetzt so nachträglich, wir haben eigentlich das Urpipi für eine Real-Life-Play gemacht. Das meine ich mit, das ist mir aufgefallen. Wir haben das ur-nice Real-Life-Let's Play gemacht, wie wir da gestritten haben. Eigentlich. Also Real-Life-RPG, so heißt es natürlich. Ja, vor allem eins zurück an der Mittwoch ist leicht gesagt, aber was mit deinem Leid und mit Arma? Oh. Ja, das müssten wir uns dann noch überlegen, wie wir das machen. Na gut, noch kleine Statistik am Rande. Cyberpunk hat das erste Spiel gewonnen, 2:1. Lokmusk hat das erste Spiel 2:1 verloren. Ja, das war eine Möglichkeit. Und jetzt konnte ich nicht gut hinschauen. Oh. Eigentlich fällt mir gerade auf, wie du mir das Konzept erklärt hast, dass Flo alle meine Ideen geflattert ist. Ach so? Eigentlich schon. Okay. Das ist genau das, was ich im dritten Jahr gesagt habe, bei der ersten Formel-1-Folge. Ja, es ist nämlich so, lassen wir jetzt die Katze aus dem Sack. Dominik. Flo hat die Idee gehabt, oder im Alex, oder nein, wie auch immer. So fängt es gar nicht an. Also, als erster, ich habe gegen Flo das erste Mal in FIFA gewonnen. 4-0, ja. 4-0 Gesamtscore, ja. Nur, dass ihr das jetzt alle wisst, ja. Und er ist ein E-Sportler. Glaube ich. Na. Schwierig, wir fangen quasi neu an. Hätte ich gesagt. Ja, geschieht da schon recht. Hallo Flo übrigens. Schwierigkeit ganz hoch, so wie ihr eh schon gesagt habt. Also auf jeden Fall höher und... Also meine Idee, ich erkläre es, wie ich meine Idee gehabt habe. Okay, okay. Meine Idee wäre gewesen, man schraubt die Schwierigkeit von Anfang an einfach mal hoch. Weiß nicht, die KI auf 80 oder... Flo hat gemeint, ganz hoch. Runterschrauben kann man immer noch. Ja, ganz hoch. Ist unrealistisch, dass wir schon deutlich höher als wir zum Beispiel auch jetzt hatten. Oder von mir ist 90, weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Euer Eigentor. Ah, Eigentor. Nicht Eigentor. Ah, vergiss es. Elfmeter. Aber also, da kann man auch streiten. Ganz hoch anfangen und eben schon die Ideallinie mal weggeben oder halt nur in den Kurven lassen. Schauen, was für Fahrhilfen man gleich von Anfang an ausstellt, dass man sich auch gleich so angewöhnt, weil das nach und nach ausschalten ist zwar gut und schön, aber man muss sich immer dann an was Neues gewöhnen. Dabei, aber bitte nicht die Box. Ja, wie gesagt, das müsste man schauen. Das Schalten würde ich auch zum Beispiel nicht ausstellen. Ja. Und zum Beispiel Schalten und so kann ja jeder für sich dann einstellen oder dass er es, wenn er es unbedingt will. Ja, genau. Hoppala. Kurve würde ich eigentlich fast auch noch lassen. Dann wie, es kommt auch an, wie ihr das seht, aber. Aber sonst, das ohne Ideallinie hat eigentlich ganz gut funktioniert schon. Und dann sieht man eh, wie es ist. Weil man sieht ja dann, okay, wir sind mit einem Williams zum Beispiel immer unter den Top, also Top. Wir kommen jetzt den Top 10 zwar ran, aber wir sind noch nicht gut. Dann ist das schon ungefähr eigentlich... Die ideale
realistischer Ball, ja. Alter. Kommt natürlich dann auf an, wie viel Fahrfehler hat man gemacht und so, aber wenn man sagt, man hat wirklich ein starkes Rennen selber gemacht und man kommt auf Platz 11, dann. Und ich würde halt schauen, dass man nicht dann wieder gleich zu den Top-Teams kommt. Sondern dass man ja, da. Genau, da muss man sich halt hocharbeiten, aber dann kommst du ja nicht zu den Top-Teams, wenn du keine Leistungen bringst. Genau. Das ist ja der automatische Faktor dadurch. Aber wenn du schon gewinnst, kannst du es halt, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich würde sagen, dass man dann nicht gleich von Angebot von Mercedes oder so bekommt, weißt, sondern eine Stufe drunter zuerst einmal. Ja, aber so war das hier. Du bist gleich zu Ferrari gegangen. Ja, wenn das Angebot da war. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber so hätte ich es eh auch gesagt. Und die Renndistanz hätte ich halt auch auf 50% angehoben. Aber das wollte ich dann immer mitten drunter fragen, dachte ich, dann lassen wir es so. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ihr sagt, das ist Eingewöhnung, mit der Box bin ich nicht zurechtgekommen. Ja, das mit der Box ist sicher Eingewöhnung. Ja, da werde ich eine ganze Saison disqualifiziert, bevor ich das schaffe. Ja, bei Training dann fahren wir ein Rennen pro Tag. Ah, Training würde ich nicht dazu nehmen. Bei Trainingssessions sind drei Sessions nämlich. Na, man kann ja nur ein Training auch machen. Jungs! Ja, da können wir uns ja anfangen einmal. An Abend oder zwei Abende. Da brauchen wir jetzt nicht eine ganze Saison mit Training fahren. Sagen wir so, ich bin es gewillt zu probieren mit der Box, okay? Und ihr habt ja dann gemeint wegen dem Modus, wegen Arma und. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Dein Lad zuerst fertig und dann Arma. Ah, okay. Mhm. Das klingt doch gut. Oh. Darum sage ich ja, ich probiere es gerne aus. Oh. Das ist sicher nur Übungssache einfach. Weil es ist ja im Grunde nicht schwer. Du musst ja nur in die Box reinfahren, da darfst du halt nicht so schnell sein. Dann drückst du zwei, drei Tasten und dann fährst du wieder raus. Oh. Schön. Bist du deppert, jetzt ist er drin. Wow, was ist das, Alter? Trophäe erhalten. Okay. Meisterfokus, das muss ich dann schauen. Also Training würde ich halt jetzt nicht dazu nehmen. Sondern würde halt vor vielleicht ein, zwei Abende einfahren auf auch schwierigen Kursen zum Beispiel. Mhm. Jetzt nicht Aserbaidschan oder so, aber weiß nicht. Irgendetwas. Monaco. Na, meine ich jetzt nicht. Meine, klar, kann man auch einen Stadtkurs dazu nehmen. Aber ich rede eher von. Oh. Japan oder so vielleicht. Ja. Oder ja, kann man sicher dann aussuchen. Ja, aber eine Stunde Training fand ich halt auch zart. Oder eine halbe Stunde. Wenn das Rennen dauert, dann auch länger. Ums Doppelte.
Naja, du tust jetzt einfahren und danach geht's eh los. Nach ein, zwei Abende einfahren mit dem Wettkampf wieder. Zudem würden wir halt auch alle jetzt dann gleichzeitig beginnen bei Null. Ja. Mit Dominik letztes Mal später eingestiegen. Mhm. Nice. Oh, Partie gedreht. Nur stark. Genau, wegen die Reifen drum. Oh. Ja, Dominik, das taugt er nicht, aber wenn das so negativ rank ist, dann kann das nichts werden. Du weißt ja, wer es sagt. Ja, Flo, möchtest du vielleicht auch was dazu sagen? Noch, oder? Hat dich Alex jetzt vergrault? Ist schon aufgegangen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, das wäre dann auch eine Möglichkeit, dass wir uns vor ein Ziel setzen. Dass wir sagen, wir fahren, also nicht eben so wie du sagst, zwei, drei Runden, dass wir sagen, vier Runden oder so. Egal wie scheiße die waren, vier Runden sind gefahren und dann gehen wir das ja schon. Ja, wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir das Streamamp machen. Genau. Kann man ja auch offline machen, quasi. Aber wie gesagt, ja, das wäre auch eine Idee, dass wir eine Saison das Training reinnehmen und dann halt vier, fünf Runden davor machen. Aber was bringt das Training? Ja, du gewöhnst dich halt schon ein bisschen dran, du trainierst, du hast die Strecke hinter uns. Und die Steuerung. Auf einen Mittwoch einmal. Der war ganz weit Stimmt. Blöd ist halt aber, wenn wir mit irgendeiner Regel dann gar nicht klarkommen, dann können wir es auch nicht mehr umändern. Drum mehr die Testabende gut. Glaube ich zumindest jetzt. Dass man das dann nicht mehr kann. Mhm. Da könnte man dann nur wieder die Session beenden und dann, also die Liga, und das ist dann auch wieder ein bisschen blöd. Oh, das muss rot gehen, glaube ich. Was ist das Säule? Du meinst jetzt kein Ideal in der Kurve? Ich glaube, er meint generell kein Ideal. Müssten wir austesten? Sage ich nicht gleich nein? Müssten wir aber austesten. Oder man lässt es in der Kurve und wir schalten es halt aus und er lässt es halt. Wäre auch eine Möglichkeit. Was meinst du? Ja, dass ich und Dominik schalten es aus, aber du fährst mit. Wäre natürlich. Zeige jetzt dann auch ein kleiner Nachteil für dich irgendwann, weil. Du konzentrierst dich dann auf die Ideallinie und wir nicht. Was soll man? Mhm. Weil das hast du bis jetzt auch immer gemacht. Wenn die Idee eine rot ist, hast du gebremst. Was du aber theoretisch nicht immer müsstest. So müsste ich schauen, ob ich das Gefühl dafür kriege fürs Bremsen. Aber wenn das so geht, dass ihr ohne. Wenn ich gar nicht zurechtkomme, ja,
Dann könnte man das vielleicht so machen. Das wäre mein Spiel gewesen jetzt. Puh. Na, war ein gutes Spiel. Ja. Brav zurückgekämpft. Ich glaube sogar ein 2:0 zurückgekämpft. Ja, haben sich dann einen Sieg verdient. Ist das unser Traoré eigentlich oder ist das ein anderer? Weil da gibt es ja ur viele, was die aus FCC-Zeiten oder ist das ein Jünger? Ich weiß nicht, welche Traoré du aus FCC hast. Nur mal so am gleichen Stand. Na, wieso sind wir am gleichen Stand? Wir schauen, dass wir jetzt eh einige Änderungen machen.